des Elementosports, willkommen zum neuen Unboxing. Weiter geht's. Back to the future, back to the reality. Try me, es ist moi. Was willst du? Oh, 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 Digga. Oh, habt ihr wahrscheinlich schon zu viel gesehen. Wipe. Ha. Ta-ta. Geil, ne? So, den packen wir mal aus. Hier haben wir auch schon die nächste so ein bisschen rausgesucht bei Amazon. Und ich muss sagen, so von Kultkarren her aus der Serie oder aus dem Film, ist, wo ich sage, ja, da beiß ich mal dran. Aber, Freunde, die Preise, hau Vater. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Nur, ey, da gehen die ganz schön die Meinung auseinander. Hier macht man es, was ist das? So, dann macht man es halt hier wieder auf, also auf links. Mit einem Maler ging es. Was haben wir hier? Sagen wir mal hoch. So, da unten dürfte auch wieder ein Klebestreifen dran sein. Machen wir auch wieder lose. Lass natürlich alles dran. Das was man sieht, das haben die so original verpackt. So, holen wir den mal raus hier. Ich werde ja wahnsinnig. Und natürlich, wie immer, von unten festgeschraubt. Ja. Machen wir mal los. Ja, da sehe ich schon das Problem. Der ist nicht zum Rollen gedacht. Das soll so sein. Aber wenn ich mal runter gucken möchte, werde ich den abmachen. Der ist nicht zum Rollen gedacht, sondern zum Schweben. Und wie gesagt, das ist Back to the Future 2, also das Modellauto vom zweiten Film. Das heißt, hier sind die Räder, das heißt, fahren tut er dann nur seitwärts, wie Michael Knight. Und so steht er dann, liegt er dann auf den Rädern. Ey, das ist schon so, ach geil. Der Blick von oben drauf, hat einfach, ist episch. So, jetzt machen wir von unten. Fantastisch. Hier haben wir den Fluxkompensator hier oben. Also das ist dann schon auch fortschrittlich. Im zweiten Teil war er dann auch schon so. Das ist einfach nur, das sieht nur so aus von hinten. Zeige euch das mal. So. Wunderbar. Auch geil. Auch hier kann man die Türen öffnen. Die Motorhaube leider nicht. Ja. Okay, dann machen wir mal auf. So, Flügeltüren. Wie weit gehen sie auf? Ah, oh, wunderbar. Schön weit auf. Schön weit nach oben. So lobe ich mir das. Damit man mal reingucken kann, wie schick das aus, das sieht. Oh. Hi. So. Dann auch mal von der Seite, dass ihr mal was seht. Und jetzt mache ich das Licht aus. Ist das geil oder was? Das ist so geil. Das ist schön. Und auf dem Karton steht es extra drauf. Das heißt, man drückt den Knopf hier. Schön. Hier unten haben wir das Batteriefach, da ist wahrscheinlich so eine Mini-Zelle drin. Können wir ja auch mal reingucken. Also, okay, drei Stück, wie man sieht. Drei von diesen kleinen Batterien sind da verbaut. Ja, wir brauchen schon Schraubenzieher. So, der Fest kommt ab. Wie gesagt, kann nur seitwärts,
Räder. Das wäre jetzt noch ein Catcher gewesen, die Reifen umzudrehen. Aber vielleicht muss ich mal gucken, ob ich dazu noch den Zug kriege. Und ja, Back to the Future 1 halt. Ne? Und das haben wir so einen geschliffenen, wenn man mal drauf sieht, der Lack ist ja gut verarbeitet. Das ist auch so ein geschliffenen, Oberfläche. Und dann hat man einfach Klarlack drauf gemacht, dass so dieser Glanz einfach da ist. Diese Edelstahloptik, sagt man mal. Auch vorne nochmal. Selbst hier hinten, der ist krumm, finde ich nicht toll. Er hier müsste normalerweise irgendwie gerade sein. Sieht man im Film ja auch. Definitiv Punktabzug. Also wenn man so einen Punkt verkauft sollte, 1A, also jedes Detail muss passen. Und für den Preis, ne, kann man mal jetzt auch nicht drüber meckern. Und um die verbauten Schläuche und wie man das so sieht wie beim Ektor 1, ist schon, so gesagt, gehört zu der Kindheit, die ich habe. Einfach genial. Zu dem Unboxing davor. Und jetzt ist genau das gleiche Auto, nur ich habe das alte zurückgeschickt, heute. Und das neue habe ich jetzt heute gekriegt, weil zwei Sachen bei dem Auto nicht funktionieren. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt so ist, wie es ist, weil ich habe ein Produkt gekauft, das entsprach nicht der Produktbeschreibung. Und ich habe mir Rezensionen angeguckt, ich habe mir Bilder angeguckt, die Leute da auch gelangen bei Amazon, und ich muss erschreckend sagen, dass die meisten haben das gar nicht kapiert oder haben das nicht gesehen, dass, ja, auch hier ist das genau wieder das gleiche, es fehlt wieder was, es ist wieder das falsche Auto. Ja, auf dem Produkt ist abgebildet, dass hier ein Symbol, dass man die Räder vorne, hinten hoch und runter klappen kann. Sehe ich hier nicht. Man kann nur wieder hier auf den Knopf drücken, so dass es leuchtet. Das tut es. So, die Räder scheinen jetzt nicht hochklappbar zu sein. Ich werde es trotzdem auspacken und gucken. Die Motorhaube sieht für mich auch nicht aus, als wenn man die öffnen kann. Jo. Ich weiß nicht, warum die das machen oder mit dem, was nicht in Ordnung ist mit den Leuten. Ich werde mir wohl von denen nicht nochmal das Auto kaufen, weil ich bin enttäuscht. Normalerweise sieht man das. So, wie man sieht, hat der DeLorean über den Türen eine Plastikfolie drüber gemacht, dass die Türen zu bleiben. So, damit man das gemeinsam sehen, der Spalt hier bei den Türen ist vorhanden. Das heißt, man kann die Tür aufmachen, der Plastikstreifen weist doch da vorhin, Türen können aufgehen. Die Reifen sehe ich jetzt hier nicht, dass man die... Man kann die Reifen hochklappen. Schön, das funktioniert. Der Aufkleber ist nicht da gewesen dafür, aber es funktioniert. Drehen alle vier. Ich klappe jetzt alle mal hoch, um zu gucken, ob das Auto rollt auf allen Vieren. Wunderbar. Wunderbar, aber eins ist Manko ist, ich sehe nicht, dass man die Motorhaube aufmachen kann, weil hier vorne, wie bei den Türen, ist hier nicht, da ist kein Spalt. Der ist für mich also alles in einem durchlackiert oder dran gesetzt. Schade, da werde ich wohl noch mal jemanden anschreiben müssen. Da es auch wieder nur ein halbes Produkt und kein ganzes ist, wie sie es versprechen. Schade. Aber ich sehe, dass hier oben drauf der Fluxkompensator, der war beim letzten Auto, war der nämlich schräg. Hier ist er mal gerade. Das heißt,
Wenn ihr mal was bekommt, seid nicht zu faul. Ach, schön, habe ich endlich. Schickt es zurück. Guckt genau nach. Die Begründung da rein. Und holt euch das neu. Das Recht habt ihr. Nicht die Katze im Sack kaufen oder akzeptieren, dass da ein Hamster drin ist, sondern dass auch eine Katze kriegt. Jo. Da das mit der Motorhaube nicht funktioniert, ich wüsste jetzt auch nicht wie, müsste normalerweise einfach zu öffnen sein oder die Motorhaube wäre jetzt auch mit so einem Plastikband versehen. Ist nicht der Fall. Darauf Hinweis, auf dem Karton, dass die Motorhaube zu öffnen ist, ist nicht da. Den Weiß für die Räder, müsste hier ein Aufkleber sein, ist auch nicht da. Und ja, hier sieht man dann halt nur die Modelle, wie sie sein sollten. Den einer werde ich mir noch holen, weil die Stange da dran ist. Das ist der Zweier, da ist das mit den Reifen. Aber kein Hinweis, dass die Motorhaube aufgeht. Warum haben die das im Internet drin? Vielleicht ist ja dann, vielleicht haben sie es so falsch angegeben. Ich werde da nochmal nachfragen, bevor ich den hier zurückschicke, weil das mit der Reifen jetzt funktioniert. Der Hinweis ist zwar nicht da, aber es funktioniert. So, Punkt, wäre mir das dann auch egal. Also bräuchte ich noch nicht losschrauben, rollen tut er auch. Ja, das ist dann mal dazu. Wie es im Endeffekt ausgeht, weiß ich nicht, ob ich es noch dran hänge. Ansonsten war's das. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit euren Käufen. Kann es empfehlen, wenn es abends im Regal steht. Hingucker ist auf jeden Fall. In dem Sinne, danke fürs Zusehen. Viel Spaß mit den nächsten Videos. Und danke, dass ihr so fleißig dabei seid. Euer Vio sagt, ciao mit ciao.